Liebe Leute, es ist soweit. Es ist wieder mal Zeit, den Monat Revue passieren zu lassen. Schauen, was so passiert ist. Was es so mit einem gemacht hat. Und wie soll weitergehen? Ich habe da so ein paar Ideen. Ich habe ein paar Erlebnisse. Und die tun ich heute gern mit euch teilen. Darum herzlich willkommen zum Vollmondstream. Hallo zusammen. Ah, und herzlich willkommen zum Vollmondstream. Der Mond ist gerade vorbei. Ah, da durch. Ja. Das gibt es manchmal. Dann ist er einfach weg. Manchmal kommt er auch einfach so wieder. Und dann ist er wieder weg. Und dann kommt er wieder. Und dann ist er wieder weg. Heute sind wir aber da. Zumindest ich. Und mein lieber Co-Moderator hat grüne Ferien gehabt. Oder immer noch. Und was er dort so genau macht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir es noch. Falls er sich noch dazuschaltet. Und sonst machen wir wieder eine One-Man-Show draus. Und Selbstgespräch. Natürlich. Heilende Selbstgespräch. Wir schauen, dass es der Seele gut geht. Zumindest meiner. Darum mache ich es. Weil es ist so viel passiert. Und ich meine jetzt nicht einmal all das Wasser, das oben runtergekommen ist. Oder all die Steine, die überall rumfliegen. Oder andere Sachen, die rumfliegen. Ich zum Beispiel habe vor etwa eine Woche, anderthalb oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ist auch nicht so wichtig, es ist in der Vergangenheit und ist passiert. Auf jeden Fall einen mega Schreck bekommen, weil etwa 500 Meter von da, wo ich wohne, hat es eine Tiefgarage geklopft. Brrrr, hat es gemacht und hat es gemacht und hat es gemacht und puh. Ein kleines Pilzli, Rauchpilzli, haben wir gesehen am Himmel. Und nein, ich rede nicht von der Ukraine oder von einem anderen Land, sondern hier, gerade um die Ecke bei mir, wird anscheinend, so habe ich dann gelesen in der Zeitung, hobbymässig mit Feuerwerk umexperimentiert. Und wenn man nicht genau weiß, was man macht oder nicht so gut aufpasst, dann kann es halt sein, dass es ja kleine Explosion gibt. Zack, Decke von der Tiefgarage weg, die Pizzeria nebendran schwarz, all die Leute, die oben dran wohnen in dem Block, ja, können froh sein, wenn sie es überlebt haben. Ein bisschen Rauchvergiftung und so. Tja. Ich rauche ja auch. Aber das werde ich nicht rauchen, ganz ehrlich gesagt. Und für die beiden Menschen, die ums Leben gekommen sind, tut es mir leid.
Was mir auch leid tut für all die anderen, die irgendwie momentan verschollen und weg sind. Grüezi, das Freddy. Schön, dich wieder einmal zu sehen und zu hören. Wow, das habe ich ja schon lange nicht gesehen. Schön, du bist da. Ich habe gesehen, letztens hast du L.A. Noire gespielt. Eins von meinen Lieblingsspielen, das ich nie fertig gespielt habe übrigens. Aber ich habe gesehen, dass du das letzte gezockt hast. Schön, bist du da. Freut mich. Ich habe gerade von meiner Explosion vor der Hütte erzählt. Weil auch hier bei uns passieren Sachen, wo ich nicht damit rechne. Und ich denke, das gibt es überall. Ja, gell, das L.A. Noire ist auch ein ganz grosses Spiel. Das ist eine mega grosse Stadt. Da kann man ganz viel Zeugs machen. Und es ist cool gemacht. Es ist wirklich recht cool gemacht. Vor allem der jazzy Sound, der gefällt mir. Und der ist immer so. Ja, ich habe mich dann. Wenn ich das Game gezockt habe, habe ich mich immer so gefühlt wie in einer Jazzbar. Und als ich in Edinburgh gelebt habe, eine Zeit, bin ich immer so, gerade gegenüber auf der Straße, einen Jazzkeller. Wirklich einen Jazzkeller. Also, du bist gestiegen darauf in ein Loch. Dort durfte man noch dürfen rauchen. Im Haus innen. Und wenn du die Türen aufgemacht hast, ist einfach mal Rauch rausgekommen und Sound. Und dann bist du reingegangen und hast gefunden, so, yeah, you're welcome. Da hat es natürlich ein, zwei Whisky gegeben, ein bisschen guten Sound, ein bisschen Ziegis und so weiter und so fort. Und L.A. Noire hat mich ein bisschen an das erinnert. Ich bin im 98, 1998, 99 ist das gewesen, in Edinburgh gewesen. Und ich bin mir dann aber so vorgekommen wie in den 20er, 30er oder 40er Jahren. À la L.A. Noire. Und übrigens, hallo Valarey! Herzlich willkommen zum Vollmond-Stream. Ich habe vorhin gerade noch gesagt, wir sind gespannt darauf, ob sich der Co-Moderator vom Standbild in ein bewegtes Bild wird bewegen. Ich lasse mal noch offen. Also, möglich wäre es. Technisch bin ich parat. Heute wieder mal einmal. Und wenn nicht, hey, ich freue mich auch, dich zu lesen und so zu hören. Weil ich habe ganz, ganz viele Sachen zu erzählen. Ah, ich muss abnehmen. Ah, du läutest mir an. Ja gut, dann müsste ich vielleicht noch Discord vielleicht schnell anschauen. He? Und ich sehe gerade, ich habe ja auch Werbung gemacht, aber noch nicht Enter gedrückt. Ich drücke noch schnell Enter. So. Okay, also, Monsieur ist ja wirklich da, hey, schon zwei Nachrichten. Oh mein Gott! So gut schaue ich auf mein Zeugs. Also, warte. Aber du musst mir anrufen, sonst habe ich kein Bild. Und wenn ich kein Bild habe, fände ich das mega schade. Ich würde dich doch so gerne wieder mal sehen. Schließlich haben wir uns ja schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das letzte Mal bist du im Bunker gewesen, ich nicht. Also, ich bin jetzt in meinem Bunker, aber ja, das ist eine andere Sache. Warte schnell, Anruf gestartet. Moment. Da. Hallo? Ah, tatsächlich, da kommt etwas. Hallo? Hallo? Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder ein anderes technisches Problem. Also, bei mir funktioniert natürlich wieder alles einwandfrei, aber der Valerie hört mich so, wie es aussieht, nicht. Darum, ja, genau, lieber das Freddy, ich mache heute eine One-Man-Show draus, aber verdopple mich und mache mich sogar noch jünger, setze mir einen Bart auf und eine Mütze und dann komme ich dann hier links. Nein, halt, was ist jetzt rechts? Nein, wenn es für mich rechts ist, ist es für euch links. Also, hier hinten komme ich dann in meinem zweiten Bild. Sobald wir das geschafft haben, technisch gesehen. Also, ich höre ihn, er hört mich anscheinend nicht. Und er ist auch irgendwie mit jemand anderem am Telefonieren dort. Ah, ich höre mich durch sein Discord. Das ist ja geil. Ich höre mich doppelt. Yeah, geil. Das heisst wieder, ich habe ein Echo auf dem Ohr. Und alles, was ich sage, sage ich zweimal hintereinander. Und ich höre es auch zweimal hintereinander. Das ist ja ganz geil.
Man sagt dem auch Loop-Effekt in der Musik. Und wenn es verstummt, dann ist es entweder ein gutes Zeichen, dass man ein Problem eben behoben hat, oder es hat einen Stromausfall gegeben und alles ist zunichte gegangen. Jetzt muss ich da. Wo ist jetzt der Discord da bei mir? Da ist der Discord. Ah, schau jetzt. Ah, ich schaffe es auch noch. Ich schaffe es auch noch, ein Bild reinzubringen. Verstehe dich. Ja, das ist schön. Ich habe Wenigstens. dir gesagt, damit man den Bauch sieht und die Mütze auf der Hand. Ach so, du hast dich noch schnell müssen schön machen. Okay, warte, ich schaue mal schnell, wo ich die Kamera habe, aber für das brauche ich wahrscheinlich wieder Brille. Wo habe ich die jetzt hingelegt? Ah, da. Das hat gequietscht. Ja, es hat ein bisschen gequietscht, aber das gehört dazu. Warte, irgendwo habe ich ein Bild vom Valaray und das sollte hier sein. Yeah! Hi, Valaray! Herzlich willkommen zum Vollmondstream. Warte, ich muss dich noch entmuten. Und das, Freddy, meint, du sollst dich mal ölen. Es quietscht bei dir. Was quietscht bei mir? Wahrscheinlich der Stuhl oder der Monitor. Eins von beidem. Macht voll keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Aber ist egal. Schön bist du da. Schön bist mit Jo. Mütze parat und frisch aus der Ferien zurück. Jo. Wieso zeigt es mir jetzt da noch mein Game-Rocker-Zeichen an? Ich wollte doch nicht, wollen, dass ich da meine Video. Ich tue mal schnell meine Kamera ausschalten, weil das bringt ja nichts. Ich bin ja schon Super, live jetzt im bist Bild. du zusammen und klein. Ich muss ja nicht noch einmal im Bild sein. Ich mache dich da schnell ein bisschen grösser, dass man dich sieht. Nein, mache ich nicht. Man soll mich sehen, nicht dich. Und irgendwie schauen wir in die entgegengesetzte Richtung. Wir müssen uns wieder mal duschen. Warte, das geht doch ganz einfach, gell? Du kannst doch da irgendwie draufklicken und nach einer Transformation spiegeln, irgendwie. 180 Grad? Nein, das war der falsche Weg. So ist aber auch geil. Fände ich auch cool. Alles steht Kopf. Ich probiere es erst mal schnell noch beim Valerie, vielleicht schaffe ich es da. Horizontal oder vertikal? Ich glaube, es wäre horizontal. Yes, es ist horizontal gewesen. Sehr gut. Aber jetzt muss ich mich da wieder auf die Füße stellen. Ich sehe schon, der Valerie ist voll in Partystimmung. So. Seit er das Feature entdeckt hat, gibt es eigentlich kein Halten mehr. So, jetzt können wir wieder miteinander reden, so wie es sich gehört. Ha! So. Heute live aus Australien, kopfüber genau. Aber wir sind so schnell wie das Licht, also sind wir schon wieder hier in der Schweiz gelandet. Und schön rechts nach links. Weil was in Deutschland ja abgeht, wollen wir gar nicht wissen. Ich habe letztens ganz grusige Bilder gesehen. So. Von der rechten Szene. Aber über die wollen wir eigentlich nicht reden. Okay, wie du meinst. Außer du hast natürlich jetzt ein grosses Bedürfnis, über Ich Deutschland zu reden. um. Was ist in den letzten 3 Wochen Relevanz passiert? Bei mir oder bei dir? Mir ist nichts passiert in den letzten 3 Wochen. Ja, ich wollte fragen, was hast du mehr gemacht, außer gegessen, getrunken? Und geraucht. Gamed. Hoffentlich. Mit jemandem geredet, Hoffentlich. der behauptet hat, er macht selbst mal, weil er betrunken war. Autsch! Was jetzt? Echt? Oh mein Gott. Wenn einer ein bisschen besoffen ist, dann gibt es doch so ein bisschen moralische Kater, schon nicht so schlimm. Ja, gute Gedanken haben wir alle mal gehabt und sind drüber gestanden. Darum sind wir ja noch da. Und Ja. ja. Hey, Freddy, du hast es voll auf den Punkt gebracht. Schweiz auf Platz 2. Wer hätte das gedacht? He? Schweiz auf Platz 2. Momentan noch. Jetzt warten wir das Spiel ab morgen und dann sind wir Platz 1. Und Deutschland darf dann gegen Spanien antreten. Viel Vergnügen. Also, wir für Platz 1 müssen wir nur etwa 5 Goal voraus haben im nächsten Match, oder? Ja, so plus minus.
Aber der Neuer ist ja so nicht in Form, der lässt 5 Goal locker rein. Ich meine, bei uns macht der Shaqiri ein Traumgoal. Bei uns macht der Embolo einfach ein Goal, weil wenn der reinkommt, macht er ein Goal. Ndoi hat es einfach verdient, mal ein Goal zu machen. Der Vargas hat es auch verdient, mal ein Goal zu machen. Und den letzten schenken wir noch, ich weiß doch nicht, im Chaka zum Beispiel, einfach, dass er auch mal noch ein Goal geschossen hat. Nein, ich finde, der Sommer sollte mal eins machen. Der Sommer? Ja, der Sommer. Niveau vom Stil aufsteigen kann. Ja, der Sommer soll lieber mal schauen, dass das Wetter stimmt. Ich finde es also gerade ein bisschen sehr fragwürdig, was der Sommer macht. Ja. Also der kostet mich sehr viel Nerven, ehrlich gesagt. Ja, mir eigentlich auch, ehrlich gesagt. Es ist jetzt in Open Air St. Gallen. Ja, kannst hoffen, dass alles trocken ist bis dann, sonst gehst du dann ins Schlammbad. Ja, das könnte noch lustig werden. Kickt Deutschland vom Achtelfinale raus, dann ist hier wieder Ruhe. Ja, dafür haben wir das Geschenk hier in der Schweiz, wenn die Schweiz ins Finale kommt. Weißt du, wie geht es denn hier ab? Wow. Bei uns ist es schon abgegangen, wo der Sommer den Penalty vom Mbappé gehabt hat. Was war das? Achtel-, Viertelfinale? WM, EM, keine Ahnung mehr. Aber das ist so abgegangen bei uns hier. Hey. Ich meine, Portugal hat gespielt. Die haben heute übrigens auch gespielt. Aber ich weiß nicht, wer interessiert sich noch für den Ronaldo? Hand auf. Niemand? Gut. Okay, Thema beendet. Keine Ahnung, ich habe mich noch nie für ihn interessiert. Von dem her. Ja. Ich zu weder noch. Genau. Also ich bin auch nicht gerade irgendwie. Ja. Fan. Aber ich habe heute ein ganz herziges Video gesehen, wie sie in der Reihe stehen, so, weißt, ganz am Anfang des Spiels. Und da haben sie doch immer die kleinen Kinder vorne dran. Und dann hat ein Mädchen, das nicht vor dem Ronaldo war, sondern links von ihm, vor dem Goalies gestanden ist, hat so den Ronaldo nach hinten also angehimmelt, so ah, ah. Und dann hat sie ihn ganz sanft mit den Händen so angelenkt am Bauch oder am Rücken, ich weiß es nicht mehr so. Einfach so, oh, und hat ganz schnell die Hand wieder zurückgezogen und hat mega verlacht und hat ihre Kollegin geschöpft und hat von, ja, hast du gesehen, ich habe Ronaldo angelenkt. Oh, wow. Wow, was für ein Erlebnis für dieses Mädchen. Du, was ist jetzt mit deiner Kamera los? Jetzt sehe ich da nur noch zwei Pünktchen drehen. Ah. Hast du wieder müssen umkehren oder was? Nein, bist du noch richtig drauf? Nein. Ich habe ja gerade etwas Lustiges herausgefunden. Aha, das kannst du nachher erzählen. Ich werde noch schnell das Freddy erklären, dass der Valorei ins Militär hat müssen. Bei uns in der Schweiz geht man eben jedes Jahr 3 Wochen ins Militär, dass man nicht verlieren, wie man eine Waffe benutzt. Aber das machen nur die Jungen, die alten Männer wie ich. Die haben das noch nie gemacht, weil sie sich einfach geweigert haben, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und dann haben sie halt das auch nie gelernt und haben das auch nie müssen repetieren oder wiederholen. Ja, und darum kann der Valerie jetzt erzählen, wie man eine Pistole oder wie man eine. Was hast jetzt du für ein Maschinengewehr in der Hand gehabt? Sturmgewehr 90. Sturmgewehr 90. Wie putzt man so ein Sturmgewehr? Wie oft hast du es putzt in diesen 3 Wochen, wo du warst? Gar nicht. Gar nicht? Ist auch nicht gebraucht. Ja, aber putzen musst du es doch gleich. Nein, ist nicht gebraucht. Ja, das kommt doch nicht darauf an, ob du es brauchst oder nicht. Du musst es putzen. Wir können so sagen, dass ich sehr geschickt drin bin. Nicht verwünscht zu werden, wenn ich etwas nicht mache. Ah, ja, okay, das ist gut. Das ist gut. Das verstehe ich sehr gut. Das verstehe ich wirklich sehr gut. Und das kann ich auch bezeugen. Ich habe mich lustig 3 Wochen vor allem gedruckt, was möglich war. Und es ist erstaunlich, wie viel das möglich ist, wenn man ein Ninja ist, so wie ich. Psychologische, soziale Ninja. Okay, ich habe schon gemeint, du hast Tarnkleider angelegt und sei schon wochenlang im Wald gelegen und sie haben dich gesucht. Geil. Das wäre auch geil.
Ja, also der Schweizer Armee wäre das auch noch zuzutrauen, dass sie dich eine Woche lang suchen, bis sie merken, er hockt in der Küche und macht Kaffee. Ja, da habe ich wirklich die größte Teil von der Zeit gemacht, das stimmt. Ja. Ja, das Schweizer Militär ist auch gut zum Krise essen. Ich habe noch nie vergessen, wie man Waffen benutzt. Immer mit Sahne und... Aha, Waffeln. Ich sollte vielleicht gleich Brillen anlegen, wenn ich lese. Hä? Wie man Waffeln benutzt. Mit Sahne und heißen Kirschen. Genau, richtig. Ich habe lieber Äpfelmus drauf. Ich liebe Äpfelmus. Auf Waffeln, in Omelette. Auf allem. Ich habe sogar noch Militär-Stocky Drink. Was? Gibt es die immer noch gratis? Ja. Ja, nein, auf Waffeln schon nicht. Auf Waffeln ist schon eigentlich Schlagsahne. Schlagsahne gehört auf Waffeln. Das ist das A und O. Da hast du schon recht. Die Kriegswaffeln. Die Kriegswaffeln? Das wäre auch geil. Okay. Nur mit Puderzucker. Ich finde mit Puderzucker am besten. Belgische Waffeln mit Puderzucker. Mehr braucht es gar nicht. Ja, Puderzucker habe ich eben nicht so gern. Das ist halt mein Dilemma. Aber gehen wir weg vom Essen zurück zur Musik. Musik. Hast du sicher auch Musik gehört in dieser ganzen freien Zeit, die du jetzt die letzte gehabt hast, oder? Liebe Valerie. Nein, wirklich. Nicht möglich? Nein. Nein, haben sie das Handy weggenommen, wie in der Schule, oder was? Ein Loch, ja. Hast du nur mit dem Funkgerät dürfen funken? Ja. So genau. Ah, lass mich raten, du hast sicher irgendwelche Leute verarscht mit dem Funk. Ja. Also, gibt es eine lustige Story, dann bitte erzähl, ich werde gerne lachen heute. Es ist aber gar nicht so lustig, aber es gibt halt, das ist mega nervig. Wenn du einen aufbauenden Funk hast, musst du all gewisse Zeitabschnitt, frag mich nicht genau, wie lang das ist, musst du das Funk betreibt, dreifunken. Dies ist eine Verbindungskontrolle. Ich wiederhole, dies ist eine Verbindungskontrolle. Und dann kommt halt Sicherheit an Sanität und Schutz an Sanität. Und weiss nicht wer, den Funk einmal hin und her durchs ganze System. Die ganze Kommunikationskette entlang. Genau, und du musst jedes Mal sagen, verstanden, 3, antworten. Ja. Also verstanden, Qualität 3, wenn Tonqualität stimmt. Antworten. Okay. Und dann stand da noch verstanden, 3, antworten. Und wenn du einen Film schaust von Quentin Tarantino und die dreimal während dem Film dreifunken, wortwörtlich dreifunken, dann geht er irgendwann mega auf Nerven. Und zum Glück haben wir im Zug gehabt, wo so halbe Synchronsprecher ist übertrieben, aber gewisse Stimmen kann auch machen. Aha. Und der hat dann einfach angefangen, halt mit verschiedenen Stimmen da sagen. Das Problem ist, der Vorgesetzte, der die Funkkontrolle macht, muss ja ernst bleiben. Aber, okay. Ja, wenn der Vorgesetzte anfängt, giggeln wie ein kleines Mädchen und dann noch